Hallo und herzlich willkommen im Keller. Ich habe das Bedürfnis, ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, was das Thema Studieren an sich angeht. Ich fühle mich dazu jetzt so ein bisschen berufen, weil ich inzwischen kein Problem mehr damit habe zuzugeben, ich habe 13 Semester studiert. Das ist natürlich sehr lang, ja? Für einen Studiengang, der eine Regelstudienzeit, also für Bachelor und Master zusammengenommen, von 10 Semestern hat, da nochmal 3 Semester dran zu hängen, ist jetzt nicht unbedingt ein Zeichen von besonderem Erfolg. Und ja, das war es im Grunde auch nicht, aber das hat jetzt rückwirkend, wenn ich da so drüber nachdenke, durchaus auch einige Vorteile gehabt, dass ich mir beim einen oder anderen etwas mehr Zeit gelassen habe, denn ich habe jetzt ein sehr breites Wissen zu meinem Fachgebiet mir erarbeiten können. Dadurch, dass ich viele zusätzliche Fächer belegt habe, wahrscheinlich breiter als bei den meisten. Und dadurch, dass ich mehr Zeit gelassen habe beim Studieren, habe ich auch vieles von dem, was ich damals gelernt habe, tatsächlich behalten. Wenn ich mir so anschaue, wie es meinen Kommilitonen gegangen ist und vielen anderen Leuten, mit denen ich eben seitdem gesprochen habe und übers Studium damals, auch teilweise etwas ältere Leute, teilweise etwas jüngere Leute, mitunter auch Leute, die deutlich jünger sind als ich selber und auch schon fertig studiert haben. Wenn man sich mit denen so unterhält, dann meine ich, gewisse Erkenntnisse daraus gezogen zu haben. Und diese Erkenntnisse sind jetzt Motivation Nummer 1 für dieses Video. Motivation Nummer 2 ist, dass ich eben in meiner relativ langen Studienzeit immer vom ersten Semester an bis ins 13., ich war übrigens noch ein 14., dann auch noch an der Uni präsent, aber habe nicht mehr studiert, war da also schon fertig. Ich habe aber damit insgesamt 7 Jahre in und um und am und neben und unterm und überm Hörsaal eben entsprechend verbracht. Und da bekommt man dann einfach ein wenig was mit. Und außerdem war ich eben diese 7 Jahre, alle 14 Semester, die ich mich da rumgetrieben habe, in der Fachschaft aktiv. Jetzt, falls jemand von unter euch ist, der doch so gar keine Ahnung vom Thema Studieren hat, eine Fachschaft, das ist eine studentische Vereinigung, also quasi so ein paar Studenten, die zusammenhocken, um eben die anderen Studenten zu vertreten, also eine Studierendenvertretung, sowas ähnliches wie eine SMV, so eine Schüler mit Verwaltung, heißen die so, Schüler mit Verantwortung, irgendwie sowas. Ne? Also quasi eine Vereinigung von Klassensprechern, aber halt eben entsprechend für Studium, die dann mit den Profs in Kontakt treten, wenn es darum geht, wie die Studienpläne abgeändert werden sollen, wenn neue Fächer dazukommen sollen, die auch zuständig sind, mindestens eine Stimme haben in Berufungskommissionen für neue Professoren, die werden ja auch mal irgendwann ausgetauscht, wenn sie dann mal in Pension gehen. Solche Sachen. Und ja, die machen natürlich auch Partys. Aber ich war meistens, also bei den Partys habe ich natürlich auch mitgeholfen, war aber meistens doch eher im hochschulpolitischen Spektrum unterwegs und habe mich dann also wirklich darum gekümmert, wie denn das jetzt weitergeht mit dem Studium an sich, ob man das Studium an sich noch ein bisschen verbessern kann, wie zufrieden wir Studierenden sind, wie zufrieden wir entsprechend nicht sind, also damals gewesen sind, ja, also Vergangenheit. Ja, und eben das sind so die zwei Dinge, die mich und eben mein Interesse an der Thematik, die mich jetzt dazu führen, dass ich jetzt ein paar Jahre später schon ein paar Erkenntnisse zu haben meine, die ich gerne teilen möchte, da ich auch ein gewisses Maß, ein bescheidenes, aber ein gewisses Maß an Reichweite aufgebaut habe und damit auch einfach die Möglichkeit habe, diese Erkenntnisse zumindest so weiterzugeben, dass sie so ein paar Hanseles mitbekommen. Und wenn das ein paar Hanseles mitbekommen, dann ist mein Ziel auch schon erreicht. Das soll mir dann reichen. Ich weiß, ich habe nicht überwiegend viele Studenten als Abonnenten auf dem Kanal. Das meiste sind dann eher Leute meines Alters oder drüber, bis hin zu ganz ordentlich drüber. Nicht, dass das was Schlechtes wäre, überhaupt nicht. Junge Leute sind eher eine eher seltene Gruppierung, die bei mir so zuschaut. Aber nichtsdestotrotz, gerade bei denen, da liegt es mir einfach ein bisschen am Herzen, da vielleicht den Funken, den winzig kleinen Funken von Ansätzen von Weisheit, den ich bisher mit zunehmend grauerem Bart mir erwirtschaftet habe. Ich werde sehr früh grau, ich bin nicht super alt. Ja, den möchte ich gerne entsprechend weitergeben. So,
Und zwar drei Tipps für Studium. Drei große, drei essentielle. Und warum nur drei? Naja, weil das die drei sind, die ich persönlich aus meiner Erfahrung als am wichtigsten achten würde. Die könnten für euch nicht brauchbar sein, weil ihr einfach einen ganz anderen Charakter habt als ich und das ganze Thema ganz anders angeht als ich. Aber vielleicht ist es trotzdem mal interessant, diese Ansätze gehört zu haben und da ein bisschen drüber nachzudenken, ob das möglicherweise was für euch sein könnte, ob das für euch persönlich Sinn macht. Und wenn es das nicht tut, vielleicht macht es bei jemand anderem Sinn. Und vielleicht könnt ihr diesen Ansatz jemand anderem vorschlagen, wenn ihr zum Beispiel einen Freund, eine Freundin, einen Kommilitonen, eine Kommilitonin habt, die da einfach ein bisschen Schwierigkeiten im Studium haben und mit dem klassischen, ich sage es jetzt mal, Leistungsansatz studieren, Prüfung schreiben und immer so weiter, bis man dann irgendwann einen Abschluss hat und dann arbeiten, sterben. So in diesem Stil ist das wohl gedacht von der Wirtschaft. Und wer da eben jetzt nicht ganz sich so hundertprozentig damit identifizieren möchte, für den sind, glaube ich, meine drei Ideen etwas relevanter als für andere. Aber wie lauten die drei Dinger? Das kann ich auch schon mal gleich sagen. Dann wisst ihr auch, ob ihr jetzt gleich wieder ausschaltet oder möglicherweise was dabei sein könnte. Tipp Nummer 1. Nicht studieren, lasst es sein, wenn es nicht unbedingt sein muss. Hintergrund ist der, es gibt so viele gescheiterte Studenten oder Leute, die wohl ein Studium in der Tasche haben, damit aber nie wirklich was anfangen konnten, nicht wirklich gerne studiert haben, nur einfach deswegen studiert haben, weil macht man halt nach dem Abi. Ja, oder weiß nicht, was ich tun soll, ich gehe halt studieren. Das kann passieren, da sind auch tolle Existenzen draus entstanden aus dieser Einstellung und das macht einen in keinster Weise zum schlechten Mensch, wenn man das so gemacht hat, überhaupt nicht. Aber ich denke, wenn man ohnehin die Sache nur macht, weil man nichts Besseres zu tun hat, dann könnte man es vielleicht eventuell auch sein lassen und dann was Sinnvolleres tun, was einem eher liegt. Ja? So, dazu dann gleich mehr. Zweiter Tipp. Bulimie lernen ist wichtig, aber damit vielleicht nicht ganz übertreiben, sonst wird man hinterher auch nicht unbedingt froh oder kommt sich doof vor, je nachdem. Zur Erklärung, was ist Bulimie lernen? Das ist die erfolgsversprechende Technik, um in einem Bachelor- oder Masterstudiengang durchs Studium zu kommen, weil man ja für jedes Fach eine Prüfung hat, schaufelt man sich dann rechtzeitig zur Prüfung das entsprechende Wissen, was in der Prüfung abgefragt wird und auch nur das. Ist es nicht prüfungsrelevant, ist es überhaupt nicht relevant. Das ist so das wesentliche Mantra des Bulimie-Studenten. Dann reinstopfen, ja, das prüfungsrelevante Zeug, in der Prüfung einmal kurz aufs Blatt kotzen, das dann abgeben, gute Note kassieren, alles sofort wieder vergessen. Instant, ja, je länger man... Brain Reset Party findet immer nach den Prüfungen statt, üblicherweise. Zum Semesterstart, wenn sie dann am Ende der Semesterferien sind, am Anfang der Semesterferien, wenn die Prüfungen am Anfang der Semesterferien sind, das ist je nach Bundesland, je nach Studiengang unterschiedlich. Aber nach den Prüfungen ist üblicherweise die Brain Reset Party, die das Ziel hat, mit entsprechenden Mengen an Alkohol oder je nach Region anderen Substanzen das Hirn wieder auf den Nullzustand zurückzubringen, damit wieder neues Bulimie-Wissen entsprechend Platz hat. So in diese Richtung geht das ungefähr. Ich war da nie ein Fan von. Das war ein Fehler. Ja, das hätte man mehr betreiben müssen. Dazu komme ich dann noch. Andererseits, wer das ausschließlich betreibt, es kommt darauf an, wo ihr hin wollt. Ja? Und drittens und ebenfalls sehr wichtig ist rechtzeitig spezialisieren, aber bitte nicht übertreiben. So, und das sind eben so die drei wesentlichen Aspekte, die ich da weitergeben möchte. Noch vorher Tipp Nummer 0 sozusagen und als eine kleine zusätzliche Gratis-Erkenntnis zwischendurch. Wollt ihr auch in die Fachschaft? Lasst es sein.
Das Problem ist folgendes. Wenn man in der studentischen Vertretung mitarbeitet, dann ist das Arbeit. Ja, das macht wirklich, wirklich Mühe, insbesondere wenn man sich da viel einbringen möchte, wenn man sich da hocharbeiten will. Und berufliche Vorteile werden einem dadurch immer versprochen. Ja, dann hast du Soft Skills, dann kannst du Sitzungen leiten, dann kannst du dies und das und sel und jenes und dann hast du voll viel Erfahrung mit dem Management von Leuten, mit dem Management von Veranstaltungen. Das bringt dir im Beruf später ganz, ganz viel. Erfahrungsgemäß, nö, tut es nicht. Also bei uns war es so, ich habe dann schon ein bisschen mitbekommen, was die Kollegen, die da auch entsprechend in der Fachschaft aktiv waren, gemacht haben. Die haben daraus in den seltensten Fällen wirklich viele Vorteile. Jetzt auf dem Papier beim Bewerbungsschreiben, ja, bei dem Job finden, das ist ja das, worum wir letztendlich studieren gehen. Wir wollen halt auch irgendwie mal dann irgendeinen Job haben, klar, ne? Geld verdienen, möglichst viel. Man hat ja lange studiert, da will man ja extra viel verdienen, ne? Theoretisch. Aber ja, wenn man dann eben denkt, man hätte dann mordsmäßige Bewerbungsvorteile, weil man in einer studentischen Vertretung gewesen ist, das ist einfach ein Trugschluss. Da muss man schon Chef der studentischen Vertretung gewesen sein in einer großen Uni. Ich habe an der TU München, Technische Universität München, TUM, studiert. Und ja, die Senatoren, also quasi so die Spitze der studentischen Vertretung, einer aus, oder eine, meistens auch zwei, die sich da ihr Stimmrecht geteilt haben, waren also zusammen eine Person, die waren quasi die Crème de la Crème. Und ja, das waren erstens sowieso Leute vom Charakter her, ziemliche Karrieremenschen. Und zweitens, die haben daraus wahrscheinlich auch berufliche Vorteile entsprechend gehabt. Einer von 500, die da insgesamt vielleicht aktiv gewesen sind. Ja, also, wenn man es bis dahin schafft, dann ja. Wenn man es bis dahin nicht schafft, dann so viel Vorteil. Und wenn man einfach nur normaler, kleiner Mitarbeiter und Helferlein im Hintergrund ist und zum Beispiel spült nach einer Uniparty, dann ist der Einfluss quasi null. Da kriegt man zwar auch einen Zettel, wo drauf steht, dass man mitgeholfen hat. Ja, nein. Lasst es. Am besten sein, es sei denn, und das gilt auch für Punkt 1, zu dem wir gleich kommen, ihr habt an sowas wirklich Spaß. Ja? Und ich würde es auch jederzeit für mich persönlich wieder machen. Hat es mir irgendwas gebracht für die Bewerbung, für spätere Nachstudiumsleben, für irgendwas weiteres im Beruf? Ja, sehr viel. Ja, weil ich selbstständig bin und weil ich da diese ganzen Fähigkeiten durchaus sowas wie mit Leuten umgehen, ja, Personalmanagement, Leute ein bisschen anleiten, mit größeren Gruppen sprechen, Vorträge halten, musste man auch häufiger in den Erstsemestern einen Vortrag halten und solche Späße, vor wirklich großen Gruppen mitunter einen Vortrag halten. Ich habe mal vor 4000 Studierenden kurz ein paar Worte sagen müssen, ein paar viele, und es kam auch nur gemischt an. Wenn man 4000 Leute random zusammengewürfelt bespaßen soll, dann bestehen in diesen 4000 Leuten nicht alle aus Leuten, die meinen Humor verstehen. Ja, dafür bin ich, glaube ich, einfach ein bisschen zu speziell als Mensch, um einen Querschnitt durch die Gesellschaft von 4000 Nasen wirklich bespaßen zu können. Also gemischter Erfolg. Aber ich habe es gemacht, ich habe mich getraut, ich habe es überlebt. Ich bin nicht vor Scham im Boden versunken oder sonst wie. Und das sind so Gelegenheiten, die man eben auf diesem Wege bekommt. Und da ich jetzt Führungen mache und Vorträge halte und so ein Zeug, war natürlich die Übung da drin, die ich auf diesem Wege im Studium hatte, für mich sehr, sehr praktisch. Ja. Aber wenn ihr Wissenschaftler werdet beispielsweise, dann werdet ihr den ganzen Krempel, den ihr vorher in eurer Fachschaftszeit gelernt habt, wahrscheinlich nie wieder brauchen. Wenn ihr irgendwas Krasses im Unternehmen werdet, ja, Ingenieur meinetwegen oder so, dann werdet ihr das Zeug wahrscheinlich auch nicht wieder brauchen. Also, es hilft einem vielleicht im Leben weiter für den Job. Ja, je nachdem, was das dann halt ist. Es kommt auch darauf an, was ihr jeweils studiert, natürlich, selbstverständlich. Aber ich würde eher davon abraten, es sei denn, ihr wisst, es ist anders. Oder, ihr habt da wirklich, wirklich viel Spaß dran an sowas, an Organisieren, am Helfen, am für andere den Buckel krumm machen, damit die ein schönes Studium haben können. Und eins kann ich euch auch noch garantieren, ihr bekommt dafür nur sehr wenig zurück. Nur sehr wenig Anerkennung von euren Mitstudenten. Teilweise wird man auch gerne dann eben als möchte gern wichtig beschimpft, in Anführungszeichen. Und zum Teil stimmt's auch. Ich hatte mal auf einer Party einen lustigen
den Crepe-Aufkleber hier als Namensschildchen und hatte mir da drauf geschrieben, wichtig. Sollte ein Gag sein, haben aber auch wieder viele Leute falsch verstanden. Aber ganz ehrlich, zur damaligen Zeit, das war nur halb Spaß. Man entwickelt da gewisse charakterliche Fehler, ne, sage ich jetzt mal. Gut, Punkt 1, jetzt nochmal, nicht studieren. Warum nicht studieren? Ja, guckt euch mal ein bisschen die Statistik an. Das ist auch schon mal gleich eine gute Übung für Studium. Könnt ihr gleich mal anfangen, Statistiken gerne zu mögen, weil Statistiken werdet ihr noch ein paar vorgesetzt bekommen. Da ist es vollkommen egal, was ihr studiert. Statistiken sind wichtig. Die sind was, was man ganz oft zu sehen bekommt, was man verstehen, was man kennenlernen muss, was man Spaß dran haben muss im Idealfall. Und wer jetzt von vornherein sagt, Statistiken, das ist schon mal Indiz Nummer 1, weshalb ihr eigentlich nicht unbedingt studieren solltet. Wer zum Beispiel super praxisnah in der Praxis unterwegs sein möchte und keinen Bock hat auf trockene Theorie, es mag deutschlandweit ein paar Studiengänge geben, die sehr, sehr praxisorientiert sind und kaum oder zumindest so wenig wie nur irgendwie möglich Theorie beinhalten. In diesem Fall schon mal ganz wichtig für euch, wenn ihr an theoretischem Wissen wirklich kein Interesse habt, dann bloß nicht an der Universität. Diese Einteilung ist nach wie vor so ein bisschen gültig. Die Uni, das ist die wissenschaftliche, theoretisch-analytische Einrichtung, in den meisten Fällen eine technische Universität, deswegen heißt die ja auch so und deswegen ist das ein gesonderter Begriff, ist manchmal noch ein bisschen praxisnäher, aber es ist immer noch eine Universität und legt da auch Wert drauf. Und die Hochschule, ehemals Fachhochschule, heutzutage heißen sie nur noch Hochschule oder in Englisch University of Applied Science, irgendwie sowas, angewandte Wissenschaften, obwohl die nach deutschem Recht keine Universität sind. Ist übrigens auch nochmal so ein Klassiker für diejenigen, die das noch nicht wissen. Uni-Studenten sind irgendwie besser als Hochschulstudenten und das wird gerne mal zwischendrin ein bisschen über dieses Klischee, sag ich mal, gestritten. Ja, und da wird gerne mal ein wenig diskutiert. Ich würde sagen, das ist völliger Blödsinn. Das sind ganz unterschiedliche Zielrichtungen. Man lernt an der Fachhochschule eben quasi einen Beruf, in Anführungszeichen, oder ein Berufsfeld, ein spezielles auf Hochschulniveau. Ja, also auf wirklich enormem, hohen Bildungsniveau. Ja, dem höchsten, was wir halt haben. Mehr geht halt nicht. Während man an der Universität zu einem Fachbereich im Regelfall eher so generelle Informationen, Hintergrundinformationen und alles, was es dazu zu wissen gibt, im Idealfall alles, was es dazu zu wissen gibt, auch wenn man richtig studiert vor allen Dingen und eine gute Uni ausgewählt hat, das große Spektrum erfährt. Was man mit diesem großen Spektrum dann anfangen soll, das ist dann oft nicht ganz klar. Und wo man das beruflich einsetzen soll, ist auch nicht unbedingt immer direkt vorgegeben. Das macht es dann natürlich ein wenig schwieriger. Und das sind meiner Erfahrung nach so die wesentlichen Unterschiede. Auch der Anteil von, wenn es ein Ingenieurstudiengang meinetwegen ist, oder ich kann von Forst berichten, die FH-Studenten, also die Hochschulstudenten heute, FH heißen die ja nicht mehr, ich weiß nicht, ob das noch gebräuchlich ist, das Wort oder nicht, aber offiziell heißen sie so nicht mehr, die sind häufiger im Wald gewesen und haben fast alle verpflichtend mal eine Motorsäge bedient. An der Uni drüben konnten wir um das Thema Motorsäge bedienen ganz guten Bogen machen und haben lediglich mal eine 45-Minuten-Vorlesungsstunde zur Theorie, wie die Dinger funktionieren, gehabt und danach alles wieder vergessen, zumindest in meinem Fall. Ich würde das wahrscheinlich nicht mal angeworfen bekommen. Ja, ich bin aber auch wirklich vom Charakter, vom Wesen blutiger Theoretiker. Ja, ich bin für die Praxis nicht geschaffen. Wo? Das bringt uns wieder zurück zum Thema, nicht studieren gehen. Ja, wenn ihr auch das Gefühl habt, für die Praxis nicht geschaffen zu sein und ihr Theorie richtig toll findet und ihr Hintergrundinformationen und Details sind auch extrem wichtig und ihr irgendwas ganz genau wissen wollt und so weiter, sowas toll findet, dann solltet ihr A, studieren gehen, möglicherweise, und B, dann auch gerne an einer Universität. Wenn euch grundsätzlich Wissenschaft interessiert, und dafür müsst ihr euch ein bisschen klar machen, was Wissenschaft eigentlich bedeutet. Das bedeutet, mit winzigen, popligen Details
irgendwelche Zahlen zusammenzutragen und diese Zahlen dann auszuwerten, um im Endeffekt in den allermeisten Fällen dann doch irgendwie nur rauszufinden, ja, nee, hat keinen Einfluss. Oder der Einfluss ist nur äußerst gering und kaum messbar. Und dann geht es halt darum, die Statistik dann ein kleines bisschen so zu verbiegen, dass die entsprechende eigene Arbeit nicht ganz für den Eimer gewesen ist und man dabei noch ein bisschen Erkenntnisse rausziehen kann. Das bedeutet nicht, dass so eine Arbeit wirklich nutzlos ist. Das klingt jetzt im ersten Moment so. Die ergibt dann in der Gesamtheit ähnlicher Studien zu ähnlichen Bereichen, die dann ein bisschen vergleichbare Themen untersucht haben, dann oft sehr wohl ein klares Bild und ist dann auch wichtig für den wissenschaftlichen Erkenntnisprozess. Aber man braucht jetzt nicht denken, dass man da irgendwelche, im Regelfall wird man keine bahnbrechenden, weltverändernden Entdeckungen machen, mit denen man den Planeten retten kann oder sonst irgendwie. Das zumindest mal als kleine Motivationshilfe war zum Beispiel mal meine Absicht. Ja, das tue ich jetzt halt nicht über Wissenschaft, sondern dadurch, dass ich den einen oder anderen vielleicht über das eine oder andere aufkläre, was ihm dann vielleicht in irgendeiner Form dazu bringt, ein kleines bisschen was zur Rettung des Planeten vielleicht beitragen zu können. Vielleicht. So gesehen bin ich eigentlich ganz zufrieden, wohin es mich verschlagen hat. Nicht nur ganz zufrieden, sondern ganz außerordentlich zufrieden. Ich habe für mich einen Traumjob inzwischen. Ja? Ich werde damit noch nicht besonders reich, aber Spaß absolut. Ohne Ende. So, nochmal, warum nicht studieren? Guckt euch mal an, wie viele Leute mit euch Abi gemacht haben oder jetzt Abi machen. Guckt euch mal an, wie viele das vorher waren. Guckt euch mal an, wie viele das hinterher gewesen sein werden. Guckt euch mal an, wie sehr die Realschule ausstirbt und die Hauptschule immer mehr zur Resterampe verfällt, wo man irgendwie entweder tatsächlich immer noch landet, wenn man handwerklich begabt ist und sich tatsächlich zu einem Studium nicht unbedingt eignet, dafür aber ein hervorragender Schreinermeister aus einem werden könnte, beispielsweise. Inzwischen ist die Hauptschule mehr dazu verkommen, dass sie halt eben so der Restrampe für alle ist. Ja? Also sowohl der gute Handwerker, der da auf was Handwerkliches durchaus ein bisschen lernen könnte, in diese Richtung ausgebildet werden könnte, um dann in einem Handwerkbetrieb ein hervorragender und absolut notwendiger, wir brauchen mehr Handwerker, Handwerker zu werden, der landet da. Aber eben leider auch der schwer erziehbare, der noch ein kleines bisschen zu normal für die Sonderschule ist, aber auch schon jede Klasse von vernünftigem Unterricht abhalten wird, indem man da ständig irgendwelche Scheiße zwischen reinbrüllt, mit Drogen, gefährlichen Gegenständen, Pfefferspray oder was auch immer im Unterricht hantiert und damit einfach den Unterricht zunichte macht. Weshalb eben auch die Leute, die zu Recht und sinnvollerweise auf der Idee, die für die Hauptschule mal bestanden hat, nämlich, dass es einfach die Schule ist für Leute, die eben sich nicht zu, ich will es nicht Höheres nennen, ja, zu längerem Lernen im theoretischen Sinne nicht berufen führen, sondern stattdessen lieber einen extrem für die Gesellschaft unglaublich wertvollen und wichtigen Beruf wie Schreiner, Klempner, Drechsler, Kfz-Mechaniker, was auch immer, entsprechend erlernen wollen. Diese Leute werden halt leider in den Topf geschmissen mit, ja, das ist ein Problem. Das ist ein Riesenproblem. Und das werden immer weniger, die eben bereit sind, dann, obwohl sie jetzt auf dem Gymnasium gewesen sind und damit jetzt hochoffiziellen Papier, das mal mehr, mal weniger was wert ist, in Händen halten, mit dem sie jetzt theoretisch studieren gehen könnten. Da gibt es halt immer viel zu viele Leute, die das dann auch tun. Und es gibt viel zu wenig Leute, glaubt mir, die dann einfach sagen, scheißegal, ich habe Abi, ich mache trotzdem eine Ausbildung. Das wäre was, was ich euch wirklich ans Herz legen würde. Völlig Wurst, ob ihr Abi habt oder nicht. Dann habt ihr halt Abi, dann habt ihr halt 2 Jahre verschwendet. Ist auch völlig egal. Das Abi ist eh viel zu kurz, meiner Meinung nach. Wird euch vielleicht lange genug vorkommen. Aber für meinen Geschmack, ich würde es wirklich für besser finden, wenn man da länger zur Schule gehen müsste, dann auch wirklich mehr lernt, dann auch wirklich auf ein Studium halbwegs brauchbar vorbereitet ist. Weil was euch jeder, der studiert hat, garantieren kann, das Zeug, was ihr vorher in der Schule gelernt habt, dafür braucht ihr maximal noch ein kleines bisschen rechnen, kleines bisschen schreiben und lesen wäre noch ganz hilfreich, eventuell noch Englisch und das war's. All den anderen Kram, den könnt ihr aus dem Fenster werfen, der ist dann bloß noch interessant, wenn ihr irgendwann mal beim Jauch hockt und 100 Euro gewinnen wollt oder irgendwie sowas. Gibt's den Jauch überhaupt noch? Keine Ahnung, ich gucke RTL seit 7-8 Jahren oder sowas nicht mehr. Also, ja, also wirklich.
Zum Studium muss man sich berufen fühlen. Man muss, also im Idealfall, man muss Gründe haben, weshalb man studieren möchte. Man muss eine Vision haben, weshalb man studieren möchte. Wenn ihr einfach nur sagt, oh, ich habe halt Abi, also gehe ich jetzt mal studieren, weil ich nicht weiß, was ich sonst machen soll, dann lasst es sein. Dann sucht euch irgendeine schöne Ausbildung. Azubis werden derzeit gesucht wie Bernstein in der Ostsee, irgendwie so diese Kategorie. Also da ist wirklich Bedarf und man hört das immer mal wieder und ich bin mir sicher, dass wenn man sich da nochmal ein bisschen umschaut, was es überhaupt an Ausbildungsberufen gibt und wenn man eine handwerkliche Begabung tatsächlich hat, dann wird da bestimmt das ein oder andere ganz, ganz tolle dabei sein, wo man ganz super gutes Handwerk lernen kann, wo man viel früher Geld verdient, wo man sein Leben lang mit Arbeit haben wird, gerade in der Zukunft. Wenn Deutschland zu 80% aus nutzlosen Akademikern besteht und nur 20% Handwerker übrig sind, die dann quasi den Laden schmeißen müssen, dann wird man als Handwerker wertvoller sein als Gold und dann können wir in unseren Laboren hocken und was weiß ich was Tolles diskutieren und über irgendwelche lustigen Formeln, Steine, Blümchen, Bäume, was auch immer nachdenken. Und davon wird kein Mensch satt, wenn die Basis fehlt. Wir entwickeln uns immer mehr zu einer Gesellschaft, die nur aus Häuptlingen bestehen will und es fehlen absolut die Indianer, die irgendwo mal auch mal was anpacken können und mal den Baumstamm aus dem Weg hieven, vor dem 7 Häuptlinge stehen und nicht drüber steigen können, weil sie sich nicht einigen können, wie sie das jetzt am blödesten machen sollen, weil sie nicht wissen, aus welchem Holz und welche Rohdichte und welches E-Modul der Holzstamm da gerade hat, über den sie drüber steigen wollen. Ja? Also ganz, ganz wichtig. Studieren ist überhaupt nicht Pflicht. Studieren ist absolut nicht mehr notwendig und schon gar nicht heute, wo das jeder Depp macht. Da kann man gegen den Strom schwimmen und was Besseres sein, indem man nicht sinnlos studieren geht, obwohl man überhaupt nicht weiß, was man mit dem Studium anfangen kann oder möchte. So, also das war mein hoffentlich innig genug der Hinweis. Lasst es sein. Und wenn ihr... Nee, auch wichtig, wenn ihr eh schon ein schlechtes Abi habt, ja, dann sucht nicht, also außer ihr wollt unbedingt, dann ja, dann absolut. Das war bei mir auch so. Ich habe ein 3er-Abi, 3-0. Dann sucht euch nicht, außer ihr wollt unbedingt studieren, weil ihr das Gefühl habt, das ist genau das Richtige für euch. Dann sucht euch nicht irgendeinen Studiengang aus, der keinen NC hat, also keinen Numerus Clausus und quasi jeden nimmt, der in irgendeiner Form ein Papier hat, wo Abi draufsteht. Allgemeine Hochschulreife, und studiert das, nur weil es geht, sondern macht euch klar, wenn ihr ein schlechtes Abitur habt, weil ihr eine super faule Socke gewesen seid und eigentlich seid ihr schlauer, dann mag das vielleicht noch funktionieren. Wenn ihr ein schlechtes Abitur habt, weil ihr wirklich mit dem Abitur schon Schwierigkeiten hattet, dann kommt nicht auf die Idee, studieren zu gehen, das wird nämlich nicht funktionieren. Es gibt Gründe, weshalb so ein Studium durchaus ein bisschen schwieriger ist als ein Abi. Wenn man mal ein paar Semester studiert hat, im Regelfall hat man diese Erkenntnis schon nach einem, dann stellt man fest, Abi ist Pustekuchen-Pipifax. Abi ist scheiße einfach verglichen mit Uni-Prüfungen. Glaubt mir, das stellt jeder fest. Abi ist totaler Pups. Das ist nix. Und wenn das schon schwierig für euch war, wie gesagt, entweder... Ihr hängt euch dann total rein und beißt euch irgendwie durch, weil ihr vor euer entsprechendes Fachgebiet wirklich brennt und das, was ihr studieren wollt, unbedingt studieren wollt und da alles geben, zu wirklich bereit auch seid, euch viel Stress anzutun bereit seid, weil euch dieses Thema wirklich, wirklich interessiert, was ihr da gerne studieren möchtet. Dann nur zu. Und ansonsten, nö. Ja? Und gerade die Einser-Abiturienten, die müssen heutzutage auch nicht zwingend mehr studieren gehen. Inzwischen hat ja jeder Deppen Einser-Abi. Das ist auch was. Ich bin jetzt noch nicht so alt. Aber das erschreckt mich inzwischen, wie viele Leute mit 1.0, 1.1, 1.2 oder sonst was aus dem Abi rausgehen. Und um Medizin zu studieren, brauchst du inzwischen 0,7. Ne? Also in Baden-Württemberg haben wir ja dieses Punktesystem. Ich weiß nicht, ob es das überall in Restdeutschland auch gibt. Aber da bräuchtest du 15 Punkte, was dann einer 0,7, also ein 1 plus im Grunde als Endnote entspricht. Und die bräuchtest du derzeit, um mit Sicherheit einen Studienplatz in Medizin zu bekommen. Ja, mit relativer Sicherheit. Ja, irgendwo so in diesem Bereich. Das ist irre und das ist blöd und wer da nicht unbedingt zwingend dran mitmachen muss, der sollte es sein lassen. War jetzt deutlich genug, hoffe ich.
zweiter Punkt ist das Bulimie-Lernen. Ihr werdet, wenn ihr euch jetzt dann entscheidet, doch zu studieren, entgegen meines Ratschlages, böse, dann werdet ihr relativ schnell hoffentlich feststellen, dass die einfachste Methode, eine Prüfung zu bestehen, darin besteht, für die Prüfung das Zeug zu lernen, was euch euer Prof, je nachdem wie der drauf ist, mal mehr, mal weniger eindeutig als prüfungsrelevant gekennzeichnet hat. Das lernt ihr auswendig, das kotzt ihr aufs Blatt und das vergesst ihr hinterher wieder. Warum? Naja, weil ihr noch 5 andere oder je nach Studiengang noch ein paar mehr Prüfungen direkt danach habt, quasi Schlag auf Schlag im Abstand von im Idealfall 2 Tagen, oft auch eben eine heute, eine morgen, eine übermorgen, so in dem Stil. Teilweise kommt es auch vor, dass man 2 Prüfungen am selben Tag hat, auch wenn das versucht wird, im Regelfall zu vermeiden. So, und diese Prüfungen, die sind, es kommt drauf an, wie man so drauf ist. Ja? Die können für denjenigen, der gut ist im Prüfungsschreiben und die Technik des Bulimie-Lernens gut beherrscht, durchaus managebar, einfach und stressfrei verlaufen. Die können für jemanden, der Bulimie-Lernen so überhaupt nicht beherrscht und der Meinung ist, sämtliches Wissen, was einem in der entsprechenden Vorlesung, die man tatsächlich besucht hat, das würde ich empfehlen, vermittelt worden ist, dieses alles auch lernen zu wollen, dieses alles behalten zu wollen. Und davon ist 90% nicht prüfungsrelevant. Man muss dazu wissen, ein Prof, aus Sicht des Profs, nehmen wir mal die Sicht des Profs an, da sieht alles ein bisschen seltsam und verwirrend aus. Profs sind seltsam und verwirrend, passt. Aber aus Sicht eines Profs muss der eine Prüfung erstellen, die jedes Jahr vom Schwierigkeitsgrad her vergleichbar ist mit der Vorjahresprüfung. Und das macht er, wenn es ein älterer Prof ist, schon seit 30 Jahren, ja, wenn es dumm läuft. So, und das führt dazu, dass irgendwann mal dem die Fragen ausgehen. Weil die Vorlesung bleibt mehr oder weniger gleich. Da werden ein paar neue wissenschaftliche Erkenntnisse hin und wieder dazukommen. Da werden ein paar überholte, nicht mehr aktuelle Themen rausfallen, weil sie eben wissenschaftlich überholt sind. Aber die Grundbegriffe der Vorlesung werden über diese 30 Jahre mehr oder weniger gleich geblieben sein. Je nachdem, in welchem Bereich die stattfindet. Wenn es jetzt Bionik ist, da tut sich relativ viel. Wenn es Waldbau ist, da tut sich relativ wenig. Da wenden wir noch Techniken an, die sind von 1800 Ungrad, sofern sie sich dann bewährt haben. Es sind nicht mehr viele Techniken von 1800 Ungrad übrig, aber ja, nur mal so als Beispiel. Und das bedeutet, das gilt für wirklich jeden Studiengang und für jeden anderen Studiengang, mit dessen studentischen Vertretern ich mich jemals kurz geschlossen habe, galt das genauso wie bei uns selbst. Irgendwann wiederholen sich Prüfungsfragen. Und clevere Studenten merken sich, was sie gefragt worden sind in der Prüfung. Das ist nämlich nicht besonders schwierig, da hocken dann nämlich 60 bis 200, je nachdem, was für ein Studiengang das sein mag, oder auch noch ein paar weniger, aber da hocken wirklich viele Leute und schreiben dieselbe Prüfung. Für die ist das eine Kleinigkeit, jetzt auch im Internetzeitalter, sich hinterher kurz zusammenzuhocken, sich die Fragen dann nochmal aus dem Gedächtnis zusammenzukramen, die einmal kurz zu notieren und als entsprechende Liste in einem passwortgeschützten Bereich vom Internet, wo dann jeder irgendwie unter der Hand das Passwort eben entsprechend bekommt, reinzupacken. Sollte jemand die Prüfung nicht bestanden haben, hat er im nächsten Jahr dann komplett sämtliche Fragen aus dem Vorjahr. So, und da das jetzt schon seit Jahren gemacht wird, dieses Fragensammeln, sind inzwischen, wenn man meinetwegen 20 Fragen in der Prüfung hat, der Prof hat ein Repertoire von 100 Fragen, die ungefähr gleich schwer sind oder die dann in 5 Abstufungen schwer sind, 20 leichte, 20 mittlere, 20 bisschen schwer und immer so weiter. Ja, da hat man dann irgendwann einfach alle Fragen gesehen. Und das bedeutet, dass dann Bulimie-Lernen noch ein krasseres Ausmaß annehmen wird. Und ich prophezeie euch, das wird euch in eurem Studium begegnen. Das wird euch garantiert begegnen. Dagegen ist bisher noch kein Kraut gewachsen. Und man konnte das bisher noch nicht vermeiden, weil halt eben nach Gesetz die Prüfung vergleichbar sein muss. Ein Prof macht sich strafbar, wenn er irgendwie die Schwierigkeit seiner Prüfung im Laufe der Jahre erhöht, krassere Fragen bringt, Detailfragen bringt, mehr Nachdenken, mehr Interpretationsfragen bringt und weniger kreuzen sie an. Ja, je nach Studiengang ist Multiple Choice halt auch durchaus was ganz Normales. Beispielsweise bei den Ingenieurswissenschaften soll es das relativ häufig geben. Ist auch wieder so eine Frage, wie viele Studenten sind überhaupt zur Prüfung da? Also auch wieder aus Sicht des Profs. Hast du 1000,
dann musst du ganz schnell entsprechend 1000 Klausuren korrigieren, weil die warten auf ihre Noten. Du bist ein Professor. Du hast wirklich Besseres zu tun, als Klausuren zu korrigieren und willst weiter forschen und willst weiter die wichtigen Sachen, die du sonst so tust, entsprechend tun. Und dann wirst du den Teufel tun, 20 offene Fragen mit so einem Blatt drunter, wo sich die Studenten auslassen können mit ihren tollen, zum Teil wirklich tolle Ideen. Da würde wirklich ganz viel Tolles bei rumkommen, ja. Aber du hast ums Verrecken keine Zeit, das alles zu lesen. Also machst du eher Multiple Choice. Und Multiple Choice ist ganz einfach auswendig zu lernen. Insbesondere, wenn die Klausuren zum Teil 1:1 kopiert werden, weil die Profs auch keinen Bock mehr haben, überhaupt nur noch die Fragen durchzumischen. Und dann braucht man sich nur noch merken, erstes Kreuz, zweites Kreuz, drittes Kreuz, viertes Kreuz und so weiter. Das gibt es alles. Sowas gab es jetzt bei mir speziell nicht. Das habe ich jetzt von anderen Leuten gehört. Also nicht, dass man jetzt denkt, bei mir wäre alles besonders schlimm gewesen. Wir befinden uns sicherlich irgendwo im Mittelfeld. Ist aber normal, ja? So, und jetzt kann man natürlich sagen, ja, ich bin aber jetzt hier, weil ich Begeisterung für mein Fach empfinde. Weil ich wirklich, wirklich gerne was in meinem Fall über den Wald lernen möchte. Weil ich das ganze Thema ganz toll finde und nach 2 Tagen Studium schon der Meinung war, ja, hier bin ich richtig, das macht mir unglaublich viel Spaß, das will ich alles lernen. Ich will mal so dastehen wie der Typ da vorne, der übrigens auch einen Hut auf hatte. Und hier im Wald stehen und so ziemlich allem, was wir hier sehen, was erzählen können. Da bin ich inzwischen angekommen und da freue ich mich auch sehr. Ich denke, es wird noch ein bisschen mehr, was ich da noch dazu lernen kann. Und das war so ein bisschen mein Ziel und das war so meine Motivation. Das hat halt nichts damit zu tun, dass man dann ein bisschen was auswendig lernt, das aufs Blatt kotzt und dann eine gute Note kassiert. Und darum habe ich die ersten Jahre meines Studiums und war später auch nie gut drin, als ich es dann betrieben habe, zu viel, ja, Potenzial liegen lassen, weil ich wirklich der Meinung war, ich muss jetzt für die Prüfung sämtlichen Stoff des entsprechenden Fachs beherrschen. Gleichzeitig bin ich aber ein Mensch, der eher knapp anfängt zu lernen. Also nicht 3 Wochen vor der Prüfung oder Idealfall jedes Wochenende nach den entsprechenden Vorlesungsstunden sich nochmal eine Zusammenfassung von diesem Woche gelernten Stoff zusammenschreibt, um wirklich zu rekapitulieren, was habe ich diese Woche gelernt. Vielleicht schon das eine oder andere nochmal auswendig zu lernen, wenn man weiß, dass es sowieso prüfungsrelevant ist, um dann quasi völlig unvorbereitet in die Prüfung gehen zu können, weil man jedes Wochenende ja schon was gelernt hat. Ganz ehrlich, wer macht das? Ja, das sind eine Handvoll Leute. Von einem 100-Leute-Studiengang, dann sind das vielleicht 10, wenn überhaupt. Ja, vielleicht 5, irgendwie sowas um den Dreh, die das tatsächlich tun. Ist das sinnvoll? Ja, aber bleiben wir mal realistisch und bleiben wir auf dem Teppich. Das werden die allermeisten von uns einfach motivationstechnisch nicht wirklich auf die Reihe bekommen. Also nochmal, man lernt Altklausuren, man lernt nur den prüfungsrelevanten Kram, man kotzt ihn raus, man hat ihn wieder vergessen, man geht zur nächsten Prüfung über. Was ist die Folge? Die Folge ist einerseits eine gute Note. Und wenn ihr das nicht macht, dann werdet ihr auf jeden Fall, entweder seid ihr genial und könnt es, braucht es nicht machen, weil ihr euch wirklich alles merken könnt. Da gibt es auch so 1, 2, 3 Leute pro Semester, bei denen das so ist. Die sind dann aber oft noch nerdiger als Steve Urkel. Den kennt keiner mehr, egal. Jedenfalls, ja, spezielle Leute, die mögen das können. Ja, aber für uns Normalsterbliche, ich würde mich da jetzt mal ganz grob dazu zählen, ist das bestimmt nicht drin. Und dann kriegt man eine schlechtere Note, als man haben müsste, wenn man mitmachen würde beim allseits beliebten Bulimie-Lernen. Das Dumme ist nur, findet für euch, und das ist das Schwierige, findet für euch wirklich eine Balance. Lernt auch ein bisschen was, was wirklich wichtig ist, was euch am entsprechenden Fach interessiert, wo ihr denkt, oh, das ist ja spannend, das könnte ja irgendwann mal nützlich sein. Für mich waren die tollsten Momente im Studium immer die, wenn ich so eine kleine Erkenntnis hatte, manchmal war es auch ein bisschen größere Erkenntnis und ich habe die heute noch und freue mich dann total und renne aufgescheucht durch die Bude und möchte fast Heureka brüllen und nackig auf die Straße rennen, wie ein gewisser, was, Archimedes? Ich müsste Archimedes gewesen sein. Ja, das war doch der gleiche. War Archimedes nicht auch der gesagt hat, noli tubare circulus meus und dann haben ihn die Römer totgeschlagen? Ja, ist auch egal. Jedenfalls, man möchte sich wirklich freuen, wenn man dann so Erkenntnisse hat, zum Beispiel in ökologischen Wissenschaften, in dem die einzelnen Teilfächer, meinetwegen die Geologie, die Bodenkunde und dann nochmal Teile der Botanik, wenn man zum ersten Mal kapiert, wie wichtig das ist, dass das alles zusammenhängt. Wenn man diese großen Zusammenhänge in der Ökologie zum ersten Mal eine ungefähre Vorstellung davon bekommt,
wie komplex und doch gleichzeitig wie toll und wie schön und wie harmonisch das alles ineinander passt. Und harmonisch, damit meine ich jetzt das Zusammenspiel der einzelnen Kräfte. Damit meine ich jetzt nicht, dass Friede, Freude, Eierkuchen in der Natur herrschen würde. Nö, da gibt es auch Mord und Totschlag, jede Menge sogar. Vielleicht mehr die treibende Kraft als Friede, Freude und Eierkuchen. Aber das Zusammenspiel, das alles so zu gehören scheint, wie es das offensichtlich auch tut. Und die Erkenntnis von dieser Ordnung, die da herrscht, ist etwas, was, ja, ich will es jetzt nicht inneren Frieden nennen, aber was einem wirklich, wirklich weiterhilft. Erstens bei der Faszination fürs eigene Fachgebiet und zweitens auch im Leben durchaus ein wenig. Ja? Und wenn ihr nur Bulimie lernen macht, dann werdet ihr solche Erkenntnisse, die gibt es bestimmt in eurem Fachbereich auch, und wenn es nur BWL ist, nicht böse gemeint, dann werdet ihr solche Erkenntnisse wirklich nicht haben. Das gibt es dann nicht. Dann lernt ihr einfach nur spontan euer Scheiß auswendig, passt in der Vorlesung nicht auf, geht möglicherweise nicht hin, weil es ja eh egal, Altklausuren auswendig lernen kann man auch ohne in der Vorlesung gewesen zu sein. Man kriegt ja sogar noch Lösungsvorschläge oft bei den Altklausurenlisten. Nicht nur die Fragen vorher, auf die man sich dann eine spezifische Antwort zusammen recherchiert, sondern sogar noch die Lösungsvorschläge. Manche Profs sind dann dazu übergegangen, dass sie den Standardlösungsvorschlag, den sie schon 15 Mal gelesen haben oder 50 oder 500 Mal, je nachdem, dafür nicht mehr ganz die volle Punktzahl geben. Das ist aber auch dann wieder ein Problem und damit steht der Prof wieder mit einem halben Bein in der Anklage, weil es ist ja richtig. Und dann geht ein Student in die Klausuransicht und beschwert sich, wenn das doch richtig ist, warum kriege ich dann nicht die volle Punktzahl? Und deswegen kann er das auf die Dauer auch nicht machen. Damit hocken also wir Studenten im Internetzeitalter mit den Altklausurensammlungen einfach am viel, viel, viel längeren Hebel und die Profs können damit nichts dagegen tun. Und das Problem ist jetzt für eure Zukunft, merkt euch das, das wissen die Arbeitgeber auch. Ja, die haben auch mal studiert, die haben auch mal mitbekommen, dass Altklausuren rumgehen. Ja, das kriegt man mit. Bei denen kommt ja auch wer Neues an und erzählt denen das dann, dass das jetzt seit Jahren schon gang und gäbe ist. Und die Leute, die dann jemanden einstellen wollen, sollen, die wissen das auch. Und dann stellen die vielleicht ein paar einfache fachliche Fragen und darauf habt ihr keine Antwort, weil ihr alles wieder vergessen habt. Ihr habt wohl eine Eins, aber ihr habt keinen Schimmer von eurem Fachgebiet. Das Einzige, was ihr mit dieser Eins dann beweist, und das wird, prophezeie ich, das wird immer mehr ein Thema sein bei Einstellungsgesprächen, mit dieser Eins beweist ihr, dass ihr Bulimie-Lernen beherrscht, nicht, dass ihr euer Fachgebiet beherrscht. Und dann wird es Thema sein, im Bewerbungsgespräch eben rauszufinden, könnt ihr was oder habt ihr einfach nur gut Klausuren geschrieben? Und nach wird sich dann vielleicht auch herauskristallisieren, dass die Bewerber aus dem riesigen Haufen der Leute mit einer Eins diejenigen sind, die eingestellt werden, die neben ihrer Eins noch irgendeine andere Qualifikation mitbringen. Und da wäre es dann vielleicht gar nicht so schlecht, wenn ihr einige Fächer habt, wo ihr einfach sagt, die finde ich so, so, so interessant, da weiß ich jetzt tatsächlich mal alles. Ja, oder zumindest alles, was man in eurem Stadium des Wissens, also kurz vor Masterabschluss meinetwegen, überhaupt wissen kann. Also einfach sämtliches Bücherwissen, ganz, ganz viel Theorie, praktische Erfahrung, die braucht man selbst in theoretischen Fächern wie Wissenschaften. Da brauchst du auch praktische Erfahrung. Da wird man im Laufe der Jahre Dinge lernen, die so in den Büchern nicht stehen oder Ausnahmen dazu finden, zu dem, was in den Büchern steht, gerade in den biologischen Wissenschaften. Biologie ist die Wissenschaft von der Ausnahme. Da gibt es eben, genau, das ist eben dieser lustige Spruch, der trifft sehr, sehr zu, weil man ganz oft irgendwelche meistens zutreffenden Regeln hat in der Biologie. Meistens frisst das Reh die Terminalknospe von der Tanne besonders gern. Und dann trifft man plötzlich im Wald ein karnivores Reh, das lieber Mäuse fängt. Ja, das ist jetzt ein krasses Beispiel natürlich, aber man findet ganz oft in den biologischen Wissenschaften irgendwelche Ausnahmen, auf die alles, was man vorher gelernt hat, nicht zutrifft. Das ist besonders im Wald, in komplexen Ökosystemen, sehr häufig so.
Der ein oder andere wird sich vielleicht an den Gag mit der Kastanie erinnern. Das sind genau 8 Leute, die diesen Gag in voller Gänze verstehen. Aber laut Buch war ich mal in einem Wald unterwegs und laut Buch sollten da keine Kastanien wachsen, weil die da nicht hingehören. War ein falsches Ökosystem. Und dann steht halt doch alles voll mit den Dingern. Die lustige Gruppe, die ich dabei hatte, hatte wahnsinnig Spaß dran, mich daran zu erinnern. Guck mal, da ist noch eine Kastanie. War lustig, aber auch irgendwo peinlich. Und das ist so ein typischer Fall von Bäume oder Tiere lesen die Bücher, die über sie geschrieben werden, im Regelfall nicht. Trotzdem, wenn ihr das theoretische Wissen, das theoretische Basisgerüst gar nicht erst beherrscht, dann findet ihr auch solche bemerkenswerten und unglaublich faszinierenden Zusammenhänge draußen in der Praxis. Ob das jetzt die Natur ist, das Labor oder was auch immer. Das werdet ihr nicht feststellen können, weil euch fehlt die Grundlage, weil ihr wohl eine schöne Zahl mit 1 Komma oder 1 ohne Komma sogar auf dem Papier habt, aber das ist bloß ein Papier und macht euch selbst klar, das habt ihr nur bekommen, weil ihr gut seid im Fragen kurzfristig auswendig lernen, die Antwort aufs Blatt kotzen und danach wieder vergessen. Denkt da mal drüber nach, falls das für euch irgendwie relevant sein sollte und vielleicht kriegt ihr damit auch einen tollen Job. Ja? Vielleicht lernt ihr dann hinterher alles, was für euren Job relevant ist, nochmal. Und stellt fest, dass ihr den ganzen anderen Kram, den ihr im Studium gelernt habt, für euren Job gar nicht braucht. Ich habe eine sehr gute Freundin, bei der ist das so. Die ist Agrarwissenschaftlerin von der Ausbildung her. Und die kann euch, ich habe sie super lieb. Ja? Und sie ist in ihrem Job auch absolut krass und klasse. Aber da braucht sie nichts mehr, was in irgendeiner Form mit Landwirtschaft was zu tun hat, in Anführungszeichen. Ja, sie wurde als Agrarwissenschaftlerin da eingestellt. Die wollten genau so jemanden haben, was sie jetzt macht. Und ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber das hat nichts mehr damit zu tun. Das ist jetzt reine Verwaltungsakte, in Anführungszeichen. Beamtin. aber trotzdem, sie hat diese Ausbildung gebraucht, um jetzt alles davon komplett wieder vergessen zu können. Ein beliebter Klassiker, womit ich sie immer schön ärgere. Wie viele Mägen hat die Kuh? Und sie hat sich irgendwann mal gemerkt, weil ich es regelmäßig frage. Wenn ich dann auch noch wissen möchte, dass die Blattmagen, Labmagen, Pansen und na seht ihr, den letzten habe ich jetzt auch vergessen, erfolgreich, heißen, das weiß ich dann auch grundsätzlich immer nicht. Muss ich mal wieder googeln. Ja, aber so kann es einem gehen. Das muss ja nicht schlimm sein. Das muss wirklich nicht schlimm sein. Wenn man damit glücklich und zufrieden ist, ist alles gut. Aber für mich wäre es grauenvoll. Ich stelle mir das wirklich schlimm vor, wenn man so lange studiert hat, so viel Mühe und so viel Leidenschaft, in meinem Fall zumindest, auch in den Erwerb des Wissens, was einen dann das Leben lang begleiten soll, was das Leben lang weiter anwachsen soll, was einem irgendwann einen Funken von Einblick ins große Ganze ermöglichen soll. Dass man so ein bisschen das Gefühl hat, bevor man dann den Wald düngt durch jede Menge Kompost und Humus und sterbliche Überreste, dass man vorher zumindest so ein bisschen den Ansatz davon gehabt hat, dass man vielleicht ein bisschen was verstanden hat von dem, was unser Ökosystem, das Globale, so zusammenhält. Ja? Das ist für mich ein unglaublich schöner Gedanke, dass ich da irgendwann vielleicht einen Funken von Weisheit in dieser Hinsicht dazu gelangen könnte. Ja, vielleicht klingt das irgendwie motivierend und in diesem Fall macht Bulimie lernen, holt euch gute Noten. Wenn ihr Scheißnoten habt, kriegt ihr auch keinen gescheiten Job. Egal wie gut ihr alles könnt, ja, und egal wie viel ihr eigentlich gelernt habt und wie viel ihr drumherum wisst, und da kommen wir jetzt zu meinem persönlichen Beispiel, wenn das in der Prüfung nicht gefragt wird, seid ihr halt am Arsch. Und da bin ich jetzt inzwischen ja in der luxuriösen Situation, dass es Leute gibt, die wohl der Meinung sind, dass ich ein bisschen viel zum Wald weiß. Das liegt aber nur daran, dass ich ja auswählen kann, was ich erzähle. Wenn man mich spontan was fragt, okay, ich bin inzwischen auch in der luxuriösen Situation, dass ich so ziemlich jede Frage, die irgendwie aus dem Publikum kommt, also fast jede, bis auf was ist das für ein Stein, was ist das für eine Blume, das ist manchmal ein bisschen tricky. Ja, das weiß ich nicht immer. Aber so generelle Fragen zum Ökosystem, zum Wald und sowas, das kann ich eigentlich inzwischen, das ist jetzt Angeberei, ja. Aber es ist trotzdem so. Manchmal muss man eben auch ein bisschen angeben dürfen. In 90% der Fälle weiß ich es. Ja, absolut, absolut weiß ich es. Dann weiß ich auch, dass es richtig ist. Ja, in 5% der Fälle bin ich mir nicht ganz sicher, das sage ich dann auch dazu. Und in weiteren 5% der Fälle muss ich nachlesen. Aber in den allermeisten Fällen weiß ich es wirklich.
Ja, und das macht Spaß. Das macht außerordentlich Spaß. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich eben auch im Studium keine besonders dollen Noten gehabt habe. Beziehungsweise das hat vielleicht gerade damit was zu tun, weil ich eben Bulimie-Lernen viel zu spät erst angewendet habe für die letzten Prüfungen, die dann noch ausstanden, die ich dann nochmal weghaben wollte. Da habe ich auch einfach nur auch Altklausuren gehabt. Darf ich das jetzt zugeben? Habe sie selbstverständlich nicht ausschließlich verwendet. Ich habe sie lediglich als Orientierung genommen und trotzdem noch regulär gelernt. Und habe dann mit auch die zusätzliche Inspiration der Altklausur habe ich dann auch ein wenig genutzt. Ja? Und es wäre jetzt auch gelogen, wenn ich behaupten würde, ich habe alles auswendig gelernt. Dazu war ich gar nicht in der Lage. Das konnte ich nie. Das konnte ich wirklich nie. Ich musste also klassisch tatsächlich die ganze Vorlesung durchgehen, die Vorlesungsunterlagen durchgehen, mir meine Gedanken machen, mir meine Notizen machen, meine eigenen Querverweise zu anderen Fachdisziplinen ziehen, damit ich mir das Ganze überhaupt merken konnte. Das merke ich mir dadurch aber auch bis heute. Und solche Dinge. Ja, das war so das klassische Lernverhalten bei mir. Und ich würde es, inzwischen würde ich es wieder so machen. Direkt nach dem Studium, als ich da dann eben mit keiner besonders krass dollen Note und ohne eine besondere Spezialisierung, damit kommen wir gleich zum dritten Teil, zum dritten Tipp, rausgekommen bin, da hätte ich vielleicht gesagt, das war ein Fehler. Vielleicht hätte ich das kurzfristig mal eine Weile lang gesagt. Ich bin aus dem Studium gekommen und hatte dann drei Pläne. Plan 1, klassisch Job suchen. Ja, Bewerbungen schreiben, Job suchen und so weiter. Da wird schon irgendwas dabei sein. Plan 2, wenn das nicht klappt, du hast da ja einen YouTube-Kanal. Dazu muss man wissen, mein Kanal ist ein bisschen älter als das Ende meines Studiums. Das heißt, ich war noch Student, als ich die ersten Videos gemacht habe und hatte einfach Lust, das zu tun. Ist eine lange Geschichte, spielt jetzt auch keine große Rolle. Aber ich wusste zu diesem Zeitpunkt, okay, du hast da noch so einen YouTube-Kanal, der zeigt ein gewisses Wachstum. Es ist unglaublich unrealistisch, aber denk doch mal drüber nach, ob man das nicht vielleicht irgendwann mal für einen gewissen Bekanntheitsgrad nutzen könnte, um dann tatsächlich als Walderklärbär irgendwie tätig zu sein. Ich mache das jetzt hauptberuflich. Und ja, man kann davon leben. Und das ist großartig. Und an dieser Stelle übrigens auch herzlichen Dank an alle, die hier zuschauen, weil ihr seid da, also wenn ihr jetzt schon mal irgendwas anderes von mir geguckt habt, seid ihr da maßgeblich dran beteiligt, dass das funktioniert. Und ja, vielen Dank. Und damit kommen wir zu dem Punkt, rechtzeitig spezialisieren. Das habe ich nämlich nicht gemacht und deswegen bin ich jetzt auch da gelandet, wo ich jetzt hocke, denn ich bin Universal-Wald-Dilettant. Ja, ich kann zu allen Bereichen der Forstwissenschaft so viel erzählen, dass es reicht, um einem Laien jede Menge dazu erzählen zu können. Ja? Es reicht aber nicht, und das muss ich mir auch eingestehen, um in irgendeinem Bereich der Forstwissenschaften wirklich forschend tätig zu sein oder in einem dieser Bereiche eine besondere, spezialisierte Berufslaufbahn zu ergreifen. Jetzt wird man fragen, was soll das sein, eine spezialisierte Berufslaufbahn in Bodenkunde, außer Bodenkundler sein? Ja, ist richtig, da gibt es da nicht mehr viel. Da gibt es noch so ein paar angewandte Bodenkundler, die in der Wirtschaft rumrennen, wenn irgendwo ein Ackerboden in der Landwirtschaft Ackerbodenbeurteilung machen, die im Gartenbau möglicherweise Bodenqualitätsansprachen und so ein Zeug machen, ist eine Handvoll Leute. Ja, aber wenn man sich zum Beispiel jetzt auch generell in den Wissenschaften, Forstwissenschaften habe ich ja studiert, du landest entweder in der Wissenschaft im edukativen Bereich, so wie ich, oder Spezialanwendungen. Ja, den typischen Job, den gibt es eigentlich nicht. Bei uns im Forst, in den Forstwissenschaften, geht oft noch einer eben quasi trotz der wissenschaftlichen Ausbildung danach einfach aufs Forstamt und wird Obermufti, Forster, Macker. und leitet dann ein Forstamt beispielsweise. Ja, das wäre sowas, was man typischerweise mit einem Master plus danach noch einem Referendariat, da musst du also insgesamt mindestens 7 Jahre dann tatsächlich für gelernt haben, um das dann machen zu dürfen, aber dann hättest du die Qualifikation, ob dann übernommen wird, ist nochmal eine andere Frage, tatsächlich ein Forstamt zu leiten. Zumindest ist das in Bayern so, in anderen Bundesländern ein bisschen anders. Ich weiß es nur für Bayern, weil ich da halt eben entsprechend studiert habe. So, wenn man sich nicht rechtzeitig spezialisiert, hat man also dann das Problem, dass man alles so ein bisschen weiß. Im Idealfall weiß man auch alles ein bisschen viel, aber du hast halt nichts, was du so richtig, richtig krass weißt, um in einem so breiten Spektrum wie den Forstwissenschaften, das ist ein sehr breit aufgestelltes Fach, irgendwo Fuß fassen zu können. Dass man sich spezialisieren sollte, ist also deswegen wichtig, weil man braucht ja irgendeinen Job.
Das gilt auch für alle anderen Fächer, auch wenn die nicht so breit aufgestellt sind wie die Forstwissenschaften, muss man sich trotzdem irgendwann auf irgendwas spezialisieren. Weil wenn es ein ohnehin schon spezialisiertes Studium ist, dann werden ja alle, ja, der ganze Haufen Leute wird ja alle genau in eine Richtung gedrängt, wird dahin schon spezialisiert. Und wie sollen jetzt da alle einen Job bekommen, wenn sich nicht jeder von denen nochmal ein bisschen aufsplittet und ein kleines bisschen noch spezieller spezialisiert? Deswegen ist es wichtig für die berufliche Zukunft, behaltet das so früh wie möglich in eurem Studium im Hinterkopf. Wenn ihr zum Beispiel, ich kann jetzt nur wieder von den Forstwissenschaften ausgehen, Bodenkunde total krass spannend findet. Das lernt man bei uns normalerweise im dritten Semester. Ab da dann immer mal wieder, je nachdem, wie man sich spezialisiert. Da ist es wieder. Spezialisieren. Dann stellt frühzeitig fest, dass ihr Bodenkunde total voll toll findet. Macht euer Praktikum in Bodenkunde. Macht eure Bachelorarbeit in Bodenkunde. Macht eure Masterarbeit in Bodenkunde. Macht alles, was ihr euch irgendwie aussuchen könnt, wo ihr es macht, in Bodenkunde, spezialisiert euch auf einen krassen Spezialbereich. Da habt ihr dann wirklich auch einen guten Lebenslauf für, da habt ihr dann eine gute Bewerbungsmappe für, da habt ihr dann ordentlich was zu bieten und dann ist es auch nicht mehr zwingend erforderlich, dass ihr die 1-0 habt, in allen anderen Fächern also auch auf dem Papier super spitze seid, dann ist es vor allen Dingen wirklich das Portfolio an allem, was ihr bereits in diesem Bereich gemacht habt, was denjenigen, der euch einstellen soll, dann beispielsweise überzeugt. Ja, und sucht euch statt Bodenkunde irgendein anderes Beispiel aus. Ich kann halt so nicht jedem Studiengang mir spontan ein spannendes und sinnvolles Beispiel einfallen lassen. Ich persönlich fand es dann für mich nochmal wichtig, hätte ich mich spezialisiert, was ich ja gar nicht habe. Ja, aber dann wäre es, glaube ich, für mich sehr, sehr schwierig geworden, nicht unglücklich zu werden. Das war dann auch in der Bewerbungsphase so, dass da viele Angebote dabei waren, wo sie mich vielleicht auch genommen hätten, sage ich jetzt mal, und wo ich mit ein bisschen Aufwand zum Teil auch wahrscheinlich wirklich untergekommen wäre. Aber da war ganz viel dabei, wo ich dann einfach sagen musste, boah, nee, das ist so hier so viel. Das Spektrum, ja, dessen, was man lernen kann zum Wald, das ist so, das passt hier gar nicht ins Bücherregal. Und das, was ich da gemacht hätte, wäre dieses bisschen gewesen, ja. Dann zwar ins Detail noch und nöcher. Und dann bist du der weltweit Einzige, der ganz genau exakt anhand der Farbe unterscheiden kann, den Reifegrad von Roteichen, die stratifiziert werden müssen, um in der Baumschule ausgebracht zu werden. Beispielsweise, ja. Das kann auf dem Planeten keiner so gut wie du. So, und dann machst du das den ganzen Tag, dann gehst du nach Hause und ich würde mir völlig behämmert vorkommen, weil ja, für mich persönlich wäre das ein großes Problem, einfach ein derartiger Fachidiot zu sein, der aus seiner jahrelangen Ausbildung jetzt bloß Roteichen stratifizieren kann. Ja, das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber ich glaube, ihr wisst so ein bisschen, worauf ich hinaus möchte. Und selbst wenn man dann sich eine Spezialisierung gesucht hat und im Job eine spezialisierte Ecke hat, wo man untergekommen ist, dann kann es doch auf keinen Fall schaden, wenn man sich in seinem Wissensbereich, in seinem Wissenschaftsfachbereich, wie auch immer das Studium bei euch ablaufen wird, einfach weiterbildet, ja, und ein Interesse dran hat, rauszufinden, was in der eigenen Wissenschaft so passiert, was es Neues gibt, ein paar Fachzeitschriften möglicherweise liest, ein bisschen, ja, mitbekommt, was es denn alles so Neues gibt, vielleicht noch ein bisschen Zeitungen liest, die entsprechenden Sachen, die einen dann was angehen. In meinem Fall alles zum Wald, was ich irgendwie an Informationen Neues zum Wald abbekommen kann, das finde ich alles unglaublich spannend und das will ich alles wissen und das möchte ich auch alles gerne lesen und versuche mich auch jedes Jahr irgendwie an neuen Themen, mit denen ich mich jetzt wirklich nicht so gut auskenne, habe ja auch schon ein paar schwarze Löcher im Gehirn. So ist das ja nicht, dass ich zu allen Teilbereichen der Forstwissenschaft wirklich viel weiß. Zu vielen, aber halt auch nicht zu allen. Und das versuche ich nach und nach jetzt ein bisschen zu stopfen und frage mich dann in vielen Bereichen, warum hast du das nicht damals im Studium schon gelernt? Jetzt ist es ein wenig umständlicher. Jetzt hat man nämlich keinen Prof mehr. Oder einen Doktor oder wen auch immer, den man dazu fragen könnte. Und jemanden zum Fragen zu haben, das ist einfach viel, viel, viel einfacher, sich das hinterher nochmal einbläuen zu müssen. Deswegen, wenn euch ein Thema interessiert, dann fragt nach und guckt, dass ihr das ein bisschen behaltet und steckt nicht nur all euren Ehrgeiz eben in das Erlangen der perfekten Qualifikationen für irgendeinen Job, den ihr die nächsten 80 Jahre machen werdet, weil ihr 120 alt werdet oder sowas. Ja. Könnte passieren, wenn es dumm läuft.
So, dann hätte ich noch ein letztes, ein Schlusswort. Und das ist auch nochmal eine Geschichte quasi von mir selber. Vielleicht hilft euch das mal irgendwann bei irgendwas weiter, wenn ihr ein bisschen Schwierigkeiten im Studium haben solltet. Ja? Ich hatte auch meine. Durchaus. Die sind vorgekommen. Hab's ja irgendwann hingekriegt. Alles gut. Ja? Bin jetzt auch glücklich und zufrieden. Aber ein häufiger Albtraum, den ich bis vor 2 Jahren oder sowas noch hatte, und zwar wirklich wiederkehrend, war, dass ich des Nächtens schweißgebadet aufgewacht bin, weil ich geträumt habe, dass ich doch nochmal bei irgendeiner Prüfung, die ich übersehen habe oder bei der ich zu spät angetanzt bin oder dass ihnen hinterher eingefallen ist, dass dies und das und jenes doch falsch war und doch nicht richtig, dass ich da doch irgendwie versagt habe und jetzt nochmal zurück zur Uni muss, um nochmal irgendeine Prüfung nachzuholen und bis dahin sie mir meinen Master wieder wegnehmen. Irgendeine Form von so einer Angst hat mich wirklich jahrelang begleitet, weil diese Scheißprüfung, dieser dauernde Prüfungsdruck, und da würdet ihr vielleicht das ein bisschen nachvollziehen können, wenn ihr schon studiert, das macht einen fertig. Also je nachdem, wie man da drauf ist, macht das einen total fertig. Dieses ständige, man hockt da und möchte eigentlich wirklich gerne was lernen. Ja, man möchte gerne in die Materie eintauchen. Man möchte gerne sich mit dem Gelernten intensiv auseinandersetzen. Aber man hat im Hinterkopf immer, du musst das für die Prüfung können. Oder das ist nicht prüfungsrelevant. Verschwende keine Zeit damit. Das ist nicht prüfungsrelevant. Und diese Prüfungen, die sind ein derartiges Gespenst, das einen die ganze Zeit über den Flur der Uni jagt. Ja, das im Hörsaal hinter einem hockt und einen überall hin verfolgt. Prüfung, Prüfung, Prüfung. Ich hatte da wirklich, wirklich meine Schwierigkeiten und ich bin so froh und das fällt immer mehr von mir ab und inzwischen habe ich es, glaube ich, wirklich zu 95% verdaut, ja, aber das war so lange noch was, was ich so mit mir rumgeschleppt habe, diese ständige Prüfung, die einem im Rücken hockt und dann melde dich hier noch an, melde dich da noch an, wehe, du meldest dich falsch an, du musst den Kurs noch machen, den nicht und das ist alles kompliziert und so weiter und so fort und dieser Druck dauernd. Boah, das muss man sich echt nicht geben. Deswegen kommen wir zurück zu Tipp Nummer 1. Nicht studieren, wenn es nicht unbedingt sein muss. Ja. Aber ansonsten, ich habe so viel Mitgefühl und ich kann das so sehr nachvollziehen, wenn euch eure Prüfungen zu schaffen machen. Ja, wenn es nicht so ist, herzlichen Glückwunsch, weitermachen. Ja, super, wirklich toll, freut euch. Wenn es so ist, dann ganz, 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 ganz viel Mitgefühl und das kann ich unglaublich gut verstehen. Versucht einfach durchzuhalten, ein paar Jahre später habt ihr es dann auch irgendwann verarbeitet. Posttraumatische Belastungsstörung. Bachelor-Master-Studiengänge sind sicherlich nicht das Gelbe vom Ei. Sie sind in mancher Hinsicht tatsächlich besser als das gute alte Diplom. Für Leute wie mich wäre das gute alte Diplom viel entspannter gewesen. Andererseits hätte ich dann wahrscheinlich noch ein paar Semester länger studiert. So gesehen kann ich mich nicht wirklich beklagen, dass dieser Fertigwerdedruck, dieser Zeitdruck, dieser Prüfungsdruck auf mir gelastet hat. Aber ich bin da nicht gut mit klargekommen. Ja, und. Vielleicht hilft euch das irgendwie weiter, wenn ihr auch nicht gut damit klarkommt, wenn es für euch auch Stress ist. Es geht vorbei, haltet durch, die Ohren steif halten, irgendwie durchboxen. Allerschlimmstenfalls sucht euch irgendeine ganz krasse Geschäftsidee, die vor euch noch nie jemand hatte. Macht euch gerne auch selbstständig. Ich kann es nur empfehlen. Für mich persönlich ist das ganz, ganz super. Okay, ich gebe zu, die Behördengänge, die ganze Geschichte mit dem Verwaltungsakt, Werbung machen. All so ein Zeug, das kann ich alles gar nicht. Aber dafür könnt ihr, wenn ihr mal von dem verwaltungstechnischen Krempel abgesehen, könnt ihr dann genau das machen, was ihr euch zusammengeschustert habt. Und wenn das dann halbwegs so funktioniert, dass ihr davon einigermaßen leben könnt, ja, und dann vielleicht sogar irgendwann die Option besteht, dass ihr sogar gut davon leben könnt, dass es auch für eine Familie reicht oder ähnliches. Auf dem Wege bin ich jetzt gerade. Das sieht ganz gut aus. Dann ist das einfach toll. Das ist einfach großartig. Und vielleicht auch das einfach nochmal als kleiner Mutmacher für diejenigen, die ihn brauchen können. Es gibt schon Optionen, ja, auch wenn man vielleicht eventuell kurz vorm Ende des Studiums am Verzweifeln ist und die Masterarbeit nicht fertig werden mag und da irgendwas nicht ganz klappt, weil die Betreuung für die Masterarbeit nicht so gut ist. Das war bei mir jetzt nicht der Fall, ne? Also, aber das hört man häufiger.
irgendwas dann nochmal schief geht oder man hat die falschen Fächer belegt oder in irgendeiner Prüfung, die kriegt man einfach nicht auf die Reihe und es scheitert regelmäßig an dieser einen Prüfung und solche Sachen dann einfach durchhalten, Ohren steif halten, Hutkrempe gut festhalten und irgendwie durch, toi toi toi, dass das klappt. Ich wünsche euch alles erdenklich Gute, dass ihr mit eurem Studium auch ein bisschen wie vielleicht bei mir wirklich eure Berufung, eure große Leidenschaft zum Beruf machen könnt und dass dann genau das Richtige für euch ist. Und sonst werdet Handwerker. Beispielsweise, ja, ich werde euch liebend gerne dann entsprechend für jede Schraube, die ich irgendwo reindrehen muss, engagieren, weil ich kann gar nichts. Damit wünsche ich, wie gesagt, nochmal alles Gute. Vielleicht war das für den einen oder anderen hilfreich, wenn nicht, mir auch egal. Wenn es nur einer Person irgendwie ein bisschen was bringt, irgendwann mal, das Video ist ja jetzt eine ganze Weile lang, immer eigentlich, ne, bis irgendwann das Internet ausgeschaltet wird oder YouTube pleite geht. Wahrscheinlich passiert Ersteres vor Letzterem. solange ist das ja verfügbar und dann vielleicht hilft es irgendjemand. Da würde ich mich freuen und dann bedanke ich mich nochmal. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Nächstes Mal geht es auch wieder in irgendeiner Form um Wald, Natur oder irgend sowas in diese Richtung. Tschüss. Danke.